Hallo, Sion hier und weiter geht es mit dem eventuellen Finale zu Hitman. Heute haben wir noch das letzte Ziel, dem Guten mit seinem gespiegelten Herzen. Wie können wir diese Operation nur verfuschen? Ich würde sagen, wir folgen der nächsten Story-Mission, welche hoffentlich die interessante Story-Mission ist, die ich gerne durchführen würde. Ich bin tatsächlich auch nicht sicher mit dieser Verkleidung, wie weit wir hier kommen, denn normalerweise, wenn ich diese Map spiele, verkleide ich mich nie. Und das ist dann immer sehr, sehr interessant, hier komplett ohne Verkleidung durchzugehen. Wobei, vielleicht hier oder da mal, aber normalerweise ohne Verkleidung. Und das ist teilweise echt etwas tricky. Aber hey, da drüben, Heli, da muss ich also hin für die Herzoperationsfehler-Mission. Ist die Frage, wie ich da hinkomme. Darf ich hier runter, ohne dass dich das stört? Danke. So, wie komme ich da zum Heli? Muss noch ein bisschen aufpassen, ob hier vielleicht eventuell Kameras sind, aber es sieht bis jetzt ganz gut aus. Ah, das hier sieht doch richtig aus. Überwinden bitte. Oh. Gut, gut, gut. Okay, wir wollen nicht unbedingt in die Kameras, wenn wir sie vermeiden können, ne? Vor allem, weil ich halt nicht immer weiß, wo man diese ausschalten kann. Ich weiß es, glaube ich, in 2, 3 Level nur. In Hitman 1. In Hitman 2 bei ein paar mehr. Aber auch da würde das auf jeden Fall sehr lästig werden. Schauen wir mal hier lang. Oh, Körper gefunden. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht so gut. Ihr habt also herausgefunden, dass ich jemanden die Klamotte geklaut habe. Das gefällt mir erstmal nicht. Und, Moment, wissen die Leute Bescheid? Oder was? Ich hoffe doch nicht. Ich glaube, da lang muss ich. Ich bin nicht mal ganz sicher. Kann ich einen anderen Weg gehen? Oh, Moment, falle ich jetzt jedem auf? Oder nur euch? Wie komme ich da hin? Vorhin sah es aus, als müsste ich zum Heli. Jetzt sieht's eher so aus, als müsste ich hier unten irgendwo hin. Ah, gehen wir mal den Weg weiter. Ich bin halt leider nicht zu gewieft, aber schauen wir mal. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Es gibt ein Ziel, das sich bewegt, das ich mir holen muss. Alles klar. Aber Moment, ich kann noch gucken, ob die andere Mission vielleicht die ist, die ich machen will. Vielleicht ist es Behandlungsfehler, vielleicht ist es aber auch das verräterische Herz. Bin mir bei beiden leider nicht ganz sicher. Ja, Ziel eliminiert, ist okay. Na gut, gucken wir, ob wir zu ihm kommen. Kommt er zu mir? Oder er geht nach oben? Gehe ich mal nach oben mit. Eigentlich können wir uns irgendwo treffen, mein Lieber. Guck mal, da bist du ja. Okay. Ja, ausnahmslos, ich muss auf jeden Fall irgendwie dahin. Okay, ich muss irgendwie auch da zum Heli. Ist ja eigentlich dann diese Tür. Darf ich hier hin? Oh. Kamera, Vorsicht. Okay, Überwachungskamera hat mich gefilmt. Na toll. Ah, shit. Hey, ihr Lieben. Na, was schauen wir denn? Darf ich mich als du ausgeben? Würde mir sehr weiterhelfen, mein Lieber. Weiß nicht, ob die ein Problem damit hätten. Wahrscheinlich schon. Dich hier hinten könnte ich wahrscheinlich außer Gefecht setzen. Ohne, dass das jemand großartig mitkriegt. Oh, oh, oh. Na, was passiert denn hier? 47, I have intel regarding the pilot. Der Chefchirurg Nicholas Laurent anscheinend häufige Treffen mit dem Helikopterpiloten in der Nähe ablegen und Gerüchte besagen, dass der Chefchirurg unter zitternden Händen leidet. Okay. I managed to gather intel from the hospital's security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, ach, jetzt liest du das vorher, danke. Rendezvous with the helicopter pilot near the remote personnel exit. And rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. Okay. Vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen, ne? Ja, konzentrier dich, mein Lieber. Muss dir allerdings ein bisschen folgen, weil ich gerne deine Verkleidung hätte. Oh, jetzt ist die Frage, ob er da mit jemandem reden will. Naja, sorry. Musst du erstmal gucken, wo ich dich verstecken kann. Okay, da pennt. Das könnte was werden. Lass mich mal durch.
Komm her. So. Auch nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Oh. Ich habe die Pistole hier liegen gelassen, aber das sollte kein Problem sein. Komm her. Ja, ich habe die Pistole hier liegen gelassen. Weswegen ich sie vorhin noch schnell aufheben wollte, das war aber leider kein guter Plan. So, gib mir deine Verkleidung. Okay, jetzt ist die Hoffnung, dass hier keiner reingeht. Und dann ist okay. Alles klar, wir haben jetzt die Verkleidung des Chirurgen. Und damit sollten wir also problemlos, bis auf den einen Typen da, problemlos... Kann ich sonst unten entlang? Oder oben entlang? Weil jetzt können wir ja eigentlich locker in den Operationssaal. Wir können jetzt alles machen. Und sollten vorhin raus sein. Die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Darf ich hier durch? Nice. Okay, selbst euch falle ich nicht auf, ja? Das ist ja höchst interessant. So, und jetzt einmal nach unten. Ja, Überwachungskamera, mein Gott. Gefällt mir nicht. Da liegt er. That is Eric Soders. Former Training Director at the ICA. Regrettable. So interessant, ne? Es gibt ja tatsächlich anscheinend solche hohen Operationen, die Leute mit beobachten können. Könntet ihr das? Könntet ihr euch so eine Operation mit anschauen? Am offenen Herzen oder solche Geschichten? Oh oh. Ja. Upsi. Ja gut, die Kamera hat mich erwischt, das ist jetzt echt kacke. Oh oh. Oh oh. Hat jemand das Ding ausgeschaltet? Das gefällt mir nicht. Ich muss das also überschreiben und dann aufpassen, dass keiner zurücksetzt. Okay, warten wir mal. Wer setzt das zurück? Du? Lass ihn doch mal reanimieren hier. Richtig so. Wie, ich krieg ihn damit nicht tot? Ich hätte gedacht, ich kann ihn damit killen. Das ist natürlich schade. Ich dachte, ich kann ihn so außer Gefecht setzen. Dann nächstes Teilchen. Na gut, aber ich bin ja trotzdem jetzt verkleidet. Das ist jetzt aber ein bisschen schade. Ich dachte, ich kann ihn damit grillen. Schade, schade, schade. Und ja, diese Überwachungskameras. Ich weiß leider nicht, wo sie hier sind, um sie auszuschalten. Das wäre super. Kann ich hier vielleicht noch was bewerken, damit der Sicherheitsmechanismus nicht mehr greift? Das wäre vielleicht was. Kann ich nicht. Warum? Sicherheitsmodus aktiv. Kann ich diesen ausschalten? Anscheinend nicht ohne Werkzeug. Ich habe keine Schusswaffe. Sonst hätte ich hier nochmal ein bisschen dran kurbeln können. Das ist wahrscheinlich das Problem gerade, ne? Deswegen greift der Sicherheitsmechanismus und der sorgt dafür, dass er nicht verreckt. Oh! Na, da haben wir ja wen. Als ihn kann man sich auch verkleiden, meine ich, in dieser Mission. Wofür bin ich nicht sicher, aber es geht definitiv. Genau, und dann hat man auch die Bandage um und man macht sie ab und auf einmal so, hey, ist alles super geheilt. Aber, naja, das ist gerade erstmal irrelevant. So, ich will natürlich sehen, wie ich ihn... Eigentlich will ich nur nach unten, wenn ich ehrlich bin. Wo geht's hier verdammt nochmal nach unten? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ay, shit.
Ich hab mich sowas von verlaufen hier. Komm schon, Spiel. Ja, Orientierung in Hitman ist absolut nicht meine Stärke. Aber wenn ich hier wieder rausgehe... Lass mich durch. Ja, hier nochmal raus und vielleicht... Nein! Sag mal, wenn du dich hier versteckst, denke ich auch, du bist bescheuert. Wir müssen nur irgendwo einen Weg nach unten finden, verdammt nochmal. Es kann doch nicht so schwer sein. Ah, hier. Danke, Spiel. Mensch. So, jetzt sind wir eine Etage tiefer. Das sieht doch schon mal besser aus. Könnte auch noch eine runtergehen. Warum nicht? B1. So, hier müssen wir sonst eventuell... Ah, hier sieht es doch schon ganz richtig aus. Okay, hören wir mal zu. You're the curator's research aide, right? Let me guess. You want to know about the medical trial? Oh, so it is true. The guys had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how does it work? Does it work? Sorry, you're just gonna have to wait for my research paper. I'm following the trial closely, and with a little luck, he'll be the basis for my doctorate. All I can say is that I've got a very interesting bit of insight into his mental state. Fine, I'll... Dr. Katashi Ito, also known as the curator, is participating in some sort of medical trial. Interesting. The curator oversees the hospital's organ storage facility and surely has access to Soda's donor heart. I suggest you locate the research assistant's report 47 and find a... Okay, das ist eigentlich nur damit dafür da, dass wir zum Herz kommen. Aber eigentlich kann ich das Ding schon erledigen. So, lenken wir die beiden mal ab. So, einmal schnell durch. Upsi. Hey, schau mal, hier sind die Überwachungskameras. Na, wenn das nicht nice ist, dann weiß ich auch nicht. So, eins nach dem anderen. Dann aus damit. Ja, nice. Glück im Unglück und so weiter und so fort, ne? So. Suchen Sie im Schlafbereich den Neurochip, die Neurochip-Fernbedienung. Okay. Sie fragen, ob ich mich dafür lieber umziehen sollte. Das macht keinen Unterschied für euch, okay. Wenn das keinen Unterschied macht, dann kann ich auch Arzt bleiben. Tja. Dann fühle ich mich als Arzt hier doch etwas sicherer, trotz alledem. Oh. Okay, jetzt muss ich aber sehen, wie ich euch da loswerde. Als Opfer verkleiden. Das bringt mir auch nicht so viel. Nicht wirklich, aber... Ansonsten, wir können es auch abkürzen, ne? Nur so nebenbei, denn hier... Ja, Schraubenschlüssel fehlt. Ich kann das also nicht machen. Ich müsste also eigentlich... Das ist auch krass, dass er hier zwei Leute hat, die das Herz bewachen, ne? Ah, ist wohl eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Na gut, eins nach dem anderen. Ich bin hier noch ein bisschen zerrissen, welchen Punkt ich wirklich durchführen soll. Aber hier, Moment. Vielleicht ist das Werkzeug, was ich brauche. Ich glaube aber nicht. Aber schauen wir nochmal. Kann ich mit einem dieser Werkzeuge das Ding ausstellen? Dann können wir das nämlich durchführen. Ich glaube aber, ich brauche dafür einen Schrauben... Nee. Ich brauche das fette Teil. Okay, wow. So, dann... Ja, eigentlich will ich... Eigentlich würde ich ganz gerne einfach rein, aber so einfach ist das nicht. Ich bin doch der Chefarzt hier. Warum darf ich nicht einfach? So, der wird das Wasser wieder ausmachen. Das ist erstmal kein Problem. Ne, lassen wir die Fernbedienung. Ich will da so ran. Aber... Na gut, untersuch mal, mein Freund. Mach mal sauber da. Okay, hast du fein gemacht.
Das soll er mal in Ruhe machen und sich wieder wegbewegen. Ich kümmere mich um die beiden hier. Auf sehr altmodische Art und Weise. Ja, steht mal beide auf. Du nicht. Yes, sehr freudig drüber. So, Nummer 1. Nummer 2. Sag deinem Buddy hier Bescheid, richtig so. Und komm her. Damit hätten wir beide gelegt. Und zur Krönung können wir die beiden sogar hier drin lassen, damit denen das angehangen wird. Ich meine, Kameras gibt's ja nicht mehr, ne? So, ich würde sagen, ihr habt zu viel gesoffen. Und dann war gut. Danke. So. Wir haben das Herz. Moment, muss ich? Moment. Jetzt haben wir das Herz, danke. Und weg damit. And no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand on him. This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. That's both targets down. Eigentlich ist das so eine echt interessante Sache, ne? Ich meine, wir haben ihn quasi gekillt, ohne dass wir je bei ihm waren oder ihn berührt haben, einfach weil wir schon das Herz, das ihn hätte retten sollen, außer Gefecht gesetzt haben. Ups. Und er somit unmöglich den Tag überleben wird oder lange genug leben wird. Eigentlich ziemlich nice als Kill. Eigentlich. Wir haben wieder ein bisschen was abgeschlossen und von Stufe 81. Okay. Und Sokum und Personalbadzimmer, nice. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICA look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering
where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Okay. Damit wären wir mit der Story soweit fertig. Ich bin jetzt aber gespannt, wenn ich hier drauf gehe, kann ich wirklich direkt Hitman 2 starten? Ich würde es jetzt nicht machen. Nein. Hey. Ich war nur neugierig, ob es direkt startet. Okay, nee, startet nicht. Sag mir hier, ich muss zum Play Store, dabei ist das hier Hitman 2. Aber das ganze Interface ist nur angepasst. Aber Hitman 2 habe ich eh auf Disc. Von daher... War es das mit Hitman? Es war ein recht kurzes Projekt, wohl das kürzeste seit langem. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe nicht alles gezeigt, was man in diesem Spiel machen kann. Absolut nicht. Ihr könnt sehr viele mehr Kills machen, ihr könnt komplett ohne diese Story-Mission arbeiten, ihr könnt die Ziele selber raussuchen und sonst was. Aber ich habe es sehr kurz und strikt gehalten, weil ich das als kleines Backup-LP vorbereiten wollte. Das war halt der Hauptgrund, weswegen ich das überhaupt erst so gemacht habe. Ist aber ein Spiel, wo man gerne hin zurück kann. Außerdem gibt es Hitman 2, was ich eventuell auch noch anspielen würde für euch. Aber das liegt alles erstmal in der Zukunft, nicht in den nächsten Wochen. Ich bin happy, wie gesagt, dass ich mit Hitman wenigstens nochmal ein kurzes Stealth-LP machen konnte. Ansonsten mein Fazit zum Spiel. Musik ist immer sehr, sehr thematisch angepasst. Ist nicht so geil wie Metal Gear Solid, allerdings ist es auch nicht so extremes Sneaking, sondern es ist eher innerhalb der Stadt unauffällig bleiben. Ist es größtenteils eher. Spielerisch kann man aber auch so viel machen. Es ist schwer, ein bisschen Hitman zu bewerten, weil ich keine anderen Spiele gespielt habe, die so funktionieren. Und auch der anderen Hitman-Teile nicht viel, nur ein bisschen Absolution gespielt habe. Aber das halt dazu. Story ansonsten ist ja, soweit ich es verstanden habe, ist ein kompletter Reboot für die Serie. Was ich auch nur teilweise wirklich beurteilen kann. Aber ich sage mal, was ich gespielt habe und gesehen habe in Hitman und Hitman 2, gefällt mir definitiv. Und ich würde jedem mal ans Herz legen, vor allem wenn ihr PlayStation habt, vielleicht mit PSN Plus auch den ersten Teil dadurch hattet. Oder vielleicht Teil 1 oder 2 mal günstig sieht, fangt mit 1 an, einfach für die Story, oder fangt mit 2 an, weil das meiner Meinung nach die besseren Maps hat. Sind beides fantastische Spiele und ich kann es jedem nur empfehlen, damit seine PlayStation oder generell Game Library etwas zu erweitern. Nichtsdestotrotz mache ich hier den Cut. Ich danke euch fürs Zuschauen, also auch wenn jetzt noch keine Kommentare reingekommen sind, weil dieses Projekt noch nicht oben ist. Aber ich danke euch trotzdem, weil ich weiß, dass einige Leute sich hier drauf hoffentlich freuen, auch wenn ich es nicht wirklich groß angekündigt habe. Und bin gespannt, wie ihr das Ganze auffasst. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann Mitte März spätestens. Bis dahin, ihr Lieben, und bis dahin.